Der Glaube der Götter. Habt ihr diese Dreistigkeit gesehen? Wie können sie es wagen, uns die Stirn bieten zu wollen? Fragte Orbitos in die Götterrunde, mit der Hand aufgeregt über seinen Bart streichend, ehe er fortsetzte. Ich hätte gute Lust, sie allesamt mit deinem Donnerkeil niederzustrecken. Als Mars diesen Satz hörte, sprang er regelrecht von seinem Platz voller Zorn auf und eilte zu Orbitos, um diesen an sein Gewand zu packen und hochzuzerren, wobei er wütend und mit einem bedrohlichen Glühen in seinen Pupillen, die sich zu einem flammenden Schwert geformt hatten, zu drohen. Wenn du meinem Sohn auch nur ein Haar krümmst, dann stecke ich dir einen deiner Donnerkeile an einen Ort deines Körpers, von dem du noch nicht einmal wusstest, dass es ihn gibt. Jungs, Jungs, hört auf, euch zu streiten, ihr Kinder! Rief Helia dazwischen und brachte die beiden Götter, die sich grimmig mit zusammengezogenen Augenbrauen bedrohlich anstarrten, vorerst wieder zur Vernunft, sodass Maris Orbitos losließ und ihn respektvoll die Toga zurechtstrich, ehe er sich wieder zurück auf seinen Thron begab und sich räusperte, ehe er sprach. Der Zwischenfall tut mir leid, aber wenn es um meinen Sohn geht, bin ich leicht zu entzürnen. Ja, ha, 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 sprach Pisasus leicht lachend. Als wenn es schwer wäre, dich auf die Palme zu bringen. Diese Aussage wurde von Maris nur mit einem strengen Blick gewürdigt, welcher ein gelassenes Schulterzucken bei Pisasus auslöste. Orbitos setzte, mit dem Zeigefinger mahnend, zu Maris an. Auch wenn es mir nicht möglich ist, mit gutem Beispiel voranzugehen, so möchte ich euch doch zu besserer Selbstbeherrschung raten, Gott des Krieges. Er schlug mit der Faust auf den Tisch, eher entsetzt als erzürnt, und verteidigte sich mit den Worten: Ja, genau! Was für eine gute Welt wäre es doch, wenn wir alle unsere Gefühle besser im Zaum halten würden, so wie ihr es doch tut, Orbitos. Nicht einmal für euren Sohn scheint ihr Gefühle übrig zu haben. Welch ritterlicher Akt! Am besten wäre es wohl, wenn wir alle gar keine Gefühle hätten, nicht wahr? Bedenke diese unbedacht gewählten Worte, Maris. Ohne Gefühle gäbe es wohl nicht einen von uns, denn woher soll der Glaube sprießen, als aus einem Gefühl? Brachte Kaira mit ihrer weisen, ruhigen Art ein. Auch wenn ich euch zustimme, liebliche Göttin der Natur, so fürchte ich doch, dass Orbitos nicht ganz Unrecht hat. Arbeiten alle drei Helden zusammen, so können wir keinen Sieger küren. Warf Fundamentalus mit seiner langsamen, einschläfernden Stimme ein. Deswegen tötet man doch aber niemanden. Es muss doch einen anderen Weg geben. Entgegnete Helia auf ihre süße Art und machte dabei ein Gesicht wie ein verzücktes Kätzchen. Aufgrund ihrer Aussage dachten alle Götter über mögliche Lösungswege nach, bis auf Höllis, der es in seinen Thron zurückgelehnt hatte und die anderen mit einem verachtenden Grinsen beobachtete. Er presste spielerisch die Finger seiner gespreizten Hände zusammen und konnte ein hämisches, fast schadenfrohes und hexenartiges Kichern nicht verkneifen und lenkte so die Aufmerksamkeit der Runde auf sich. Was ist denn daran so komisch? Fragte Orbitos streng. Es ist amüsant, wie ihr euch über nichts Gedanken macht. Entgegnete Höllis listig. Worauf willst du hinaus? Hakte der Donnergott nach und erhielt auch prompt eine, wie selbstverständlich klingende, Antwort. Die drei Küken werden nicht lange zusammenarbeiten. Sie sind auf dem Weg nach Tronein. Könntet ihr langsam mal auf den Punkt kommen? Drängte Orbitos. In Tronein werden sie mit ihren größten Schwächen konfrontiert werden. Dein Sohn zum Beispiel, der jede Gelegenheit ergreift, nur um zu beweisen, dass er wirklich stark und tapfer ist. Sein Streben nach Anerkennung und Ruhm wird ihm sicher zum Verhängnis werden, denn jede der Seiten wird ihn für sich haben wollen und ihm vielerlei Möglichkeiten geben, sich zu beweisen. Höllis Blick wanderte zu Maris, zu dem er sprach. Euer Sohn, Ominösius, ein wahrlich cleverer und zäher Knabe. Aber leider wohnt ihm der Hang zur Überheblichkeit inne.
und sein Stolz verbietet es ihm, auch nur die kleinste Hilfe anzunehmen. Auf einem Schlachtfeld ist man immer allein, wenn man nur für sich kämpft, selbst wenn man von tausenden Verbündeten umgeben ist. Sein Blick wanderte zu Kaira, welche schon damit gerechnet hatte. Ihr erklärte er: Kommen wir zuletzt zu eurem Ziegensohn. Sein Vater war keine Ziege, sondern ein Geißbock. Verteidigte die Göttin ihren Sprössling. Hylles grinste. Er hatte gehofft, dass sie dies sagen würde, sodass er kühl entgegnete: Von seinem Vater sprach ich ja auch gar nicht. Nun, wie dem auch sei, ich fürchte, er wird seinen angeborenen Trieben zum Opfer fallen. Ihr spielt auf Gailena von Thronein an, oder? Auch wenn sie über alle Maßen schön ist, so wird sie ihn nicht bezürzen können. Seine Weisheit ist immens, entgegnete Gaira. Doch gilt es nicht auch als Weise, seinem Herzen zu folgen? Die Essenz der Weisheit besteht doch in der Suche nach Glück. Vielleicht ist die Weisheit eures Sohnes nicht die Barrikade, sondern die Rampe zur Liebe. Führte Hylles aus. Wir werden ja sehen, entgegnet die Göttin der Natur, kühl und spürbar verärgert. Hylles nahm dies gelassen hin, beugte sich mit weit gespreizten Armen über den Tisch, der immer noch Kriegeland von oben zeigte, und führte diese vor seiner Nase zusammen. Über die Arme drüber, auf die Karte schielend, entgegnete er: Ja, das werden wir. Das Bild der Karte fokussierte das Heldentrio, welche just in dem Moment die Insel Thronein erreichte. Die Insel ähnelte, durch den langen Krieg deformiert und schmerzvoll geprägt, schon lange nicht mehr dem blühenden Paradies der Künstler, Gaukler und Gelehrten, farbenfroh und bunt und voller Freude. Der Philosoph ward gezwungen, die Schreibfeder niederzulegen und das Schwert zu ergreifen. Der Gelehrte musste die Pergamentrolle gegen Lanze und Schild tauschen. Und das Geschick und die Schauspielkunst der Gaukler diente nicht länger, geistreicher Witze oder Lachen zu verbreiten, sondern den Gegner zu unterwandern, um Informationen zu erhalten und im Gegenzug Fehlinformationen zu verstreuen. Die Küste, einst ein Blumenhain der quälenden Natur, die sich auf einen Hang mit Weinreben hinauszog, lag brach und leer. Wagenspuren und Furchen von Kriegsschiffen gruben sich tief in den ausgedörrten Boden, auf den nicht einmal mehr Gras wachsen wollte. Der Hang glich einer Barriere zwischen zwei Welten, welche aus einer massiven Steinmauer bestand, vor der sich ein kleiner Graben auftat, vor dem sich Holzbarrikaden befanden, um Reiter und Wagen abzuhalten. Rüstungs- und Waffenteile lagen zerstreut über den Boden, jedoch waren keine Toten zu sehen. Wahrscheinlich hatten die Thronainer mittlerweile so viel Rüstmaterial, dass sie gar nicht mehr wussten, wohin damit, und deshalb nur die Toten mitnahmen, um sie zu begraben, während sie deren Ausrüstung verkümmern ließen. Die Gebäude der Stadt strahlten in weißen und gelb-goldenen Marmor, ein verblassendes Zeugnis der einstigen Kultur und Schönheit dieses Ortes. Keiner der drei Helden sprach es aus, doch alle dachten sie dasselbe, als sie diesen öden Ort sahen, den sie alle noch aus Erfahrung oder Erzählung als Paradies kannten. Egal, ob göttlicher Wettstreit oder nicht, hier muss etwas geschehen. Als Panfaulus einen geeigneten Ort für die Landung suchte, fiel ihm auf, dass die Spastaner schon wieder einen Angriff durchführten. Mit einem Dutzend Kriegsschiffen erreichten sie die Südküste und betraten diese. Mit sich führten sie Belagerungsrammen, welche sie Richtung Tor schoben, wobei die umliegenden Männer sie mit ihren, über den Kopf gehaltenen, Schilden vor Feindbeschuss schützten. Das vermasseln wir ihnen, rief Herald Vargas kämpferisch und ballte seine Fäuste. Was? Wieso? Du weißt doch gar nicht, ob vielleicht die Throne einer Schuld sind. Ich finde, wir sollten erst einmal die Fronten klären, ehe wir unüberdacht handeln, beschwerte sich Ominösois. Dazu ist später noch Zeit. Erst einmal sollten wir versuchen, unnötiges Blutvergießen zu vermeiden, entgegnete Panfaulus und lenkte Luna direkt auf den etwa 100 Mann starken Trupp zu. Senkrecht befand sich nun die Motte in luftiger Höhe über den mühevoll schiebenden Soldaten, welche, durch ihre Schilder verhüllt, nicht sehen konnten, wie sich Luna langsam hinabbegab, um auf halber Strecke mit ihren dünnen Beinchen durch die Schildermasse zu zwängen und den Rampok zu umgreifen. Verdutzt schauten die Soldaten daraufhin nach oben und wussten nicht so recht, was sie davon halten sollten, als Luna mit der Ramme abhob und sich auf einmal drei Helden in die Masse stürzten und kämpften. Während Herakmarkes und Ominösois mit ihren Kurzschwertern kurzen Prozess machten, wehrte sich Pamphaudus mit einer Sichel, die er stets bei sich führte, um Kräuter und Ähnliches zu sammeln.
Die Sichel ist für den Druiden wahrlich das wichtigste Werkzeug, denn nicht nur Mana ist Magie, sondern auch die Früchte der Natur. Rinde, Obst, Blätter, Kräuter, alles das ist auch Magie für den Druiden, denn richtig zubereitet können sie Wunden genesen lassen, Krankheiten heilen oder auch den Feind vergiften oder benebeln. Doch das war bei einem solchen Handgemenge nicht wichtig. Hier konnten alle Helden beweisen, warum sie als solche galten. Herak Marcus mit seiner übermenschlichen Kraft warf die Gegner wie wild durch die Gegend, wenn er sie nicht gerade selbst als Waffe missbrauchte, indem er sie mit Leichtigkeit hochhob und umhersteuerte. Panfaudus hingegen war kämpferisch nicht so begabt. Dennoch verführte er mit seiner Sichel so schnelle Bewegungen, während er sich dabei häufig selbst um seine eigene Achse drehte, dass die Gegner nicht zu ihm durchdrangen, jedoch dafür des Öfteren selbst getroffen wurden. Erstaunlich, wie die Ziegenanatomie des Unterleibs mit der Menschengestalt der oberen Hälfte harmonisierte. Während seiner Lebensjahre schien Panfaudus einen eigenen Kampfstil entwickelt zu haben, welcher die schnelle Grobmotorik der Geißenbeine mit der Grazie und Genauigkeit der Menschenarme vereinte. Dass er wild umherspringend und sich drehend als auch Salto schlagen bewegte und dabei meisterliche Angriffe mit Sichel und Bein vollführte, sodass man den Kampfstil als Ziegenkapoeira betiteln müsste, um ihn auch nur annähernd zu beschreiben. Ominusus hingegen verbarg vorerst sein kämpferisches Talent und nutzte die Gunst der Stunde, um sich einen der besiegten Spartaner zu greifen und heimlich hinter einen der kargen Felsformationen zu ziehen, um sich dessen Kleidung anzueignen. Offenbar hatte er vor, sich als Gegner zu tarnen, was ihm auch gelang, da niemand innerhalb des Schlachtgetöses den einen abseits stehenden Kriegshelden sah, der sich langsam aus dem Kampf zurückzog, nur um einer anderen Reichsrüstung wieder auf dem Schlachtfeld zu erscheinen. Dort angekommen sah er, dass gut ein Dutzend der Angreifer zu Boden gegangen waren, während der Rest sich kümmerlich wehrte. Ein lautes Krachen. Auf eines der drei Kriegsschiffe zog die Aufmerksamkeit aller auf sich. Luna hatte den Rambok mitten auf das Schiff fallen lassen, welches unter dem schweren Bombardement in zwei Teile zerbrach und in Sekundenschnelle sank, während die Besatzung eilig über Bord sprang und zu den Rettungsseilen schwamm, welche die beiden anderen Kriegsschiffe in das Wasser geworfen hatten, damit ihre Kameraden schnell an Bord klettern konnten. Dieser unerwartete Zwischenfall kam Ominusus gerade recht. Eilig hob er das Schwert, was er sich gegriffen hatte, und rief zu den Spartanern: Rückzug! Brecht den Angriff ab! Woraufhin die Soldaten sich sofort umkehrten, froh, nicht mehr den beiden Helden gegenübertreten zu müssen, und zu den Schiffen flohen. Zwar hatte Ominusus sich nur die Rüstung eines einfachen Soldaten geschnappt, der an sich keine Befehlsgewalt hatte, doch in Angstsituationen ist es einem jeden egal, wer das Kommando führt, solange es nur darin resultiert, dass man sein Leben nicht lassen muss. Bewusst hatte sich Ominusus die Rüstung eines einfachen Rekruten gegriffen, denn auch wenn der Status eines Rekrut an sich nur Nachteile für den loyalen Soldaten brachte, so hatte sie doch einen entscheidenden Vorteil für einen Infiltranten. Es war schwer, ihn als solchen zu erkennen. Je höher der Rang des Soldaten, desto ruhmreicher und bekannter ist er. Hinzu kommt noch, dass eine Hierarchie immer nur dann funktioniert, wenn sie pyramidal aufgebaut ist. Weist auch nur eine Ebene der Pyramide eine Abweichung von der idealen Form auf, so kommt es zu Insubordination. Deshalb ist der einfache Rekrut wie die höheren Ränge nur eine Marionette, ein Schatten ohne Gesicht, ein Bauer auf dem Schachbrett des Krieges, einer von vielen, dessen sich keiner kennt und keiner kennen möchte. In dieser Position gelang es Ominusus so, mit den spartanischen Soldaten gemeinsam unerkannt an Bord der Kriegsschiffe zu gehen und mit ihnen in das, etwa zwei Seestunden entfernte, Sparta zurückzukehren. Zurück ließ er Herak Marcus und Panfaudus, welche sich nicht die Mühe gemacht hatten, die fliehenden Soldaten zu verfolgen. Immerhin ging es ihnen nicht darum, sie zu töten, sondern nur den Angriff abzuwehren, was ihnen gelungen war, weshalb sie triumphierend auf dem Feld des kleinen Geplänkels standen und vor dort die überaus eilige Flucht der Gegner so lange beobachteten, bis die Schiffe abgelegt hatten. Herak Marcus drehte sich zu Panfaudus um und klatschte diesem mit siegesfroher Miene in die Hand. Autsch! Was soll denn das? Erkundigte sich der Faun verwirrt. Herak Marcus kratzte sich verunsichert am Hinterkopf und antwortete dann vorsichtig: Naja, da wo ich herkomme, ist das ein Zeichen dafür, dass etwas wegen guter Zusammenarbeit geklappt hat. Panfaudus hob seine Hand grübelnd zu seinem Kinn, um den kurzen Bart nachdenklich zu streichen, wobei er sprach: Öffne bitte deine Hand vor mir. Herak Marcus schaut etwas verwundert, doch er vertraute dem Faun, sodass er bereitwillig die Hand ausstreckte. Panfaudus beugte seinen Kopf zu dieser hinab und betrachtete sie für einige Sekunden, ehe er eilig seine flache Hand auf die von Herak Marcus schnellen ließ, was zu einem lauten Klatschen führte und den Sohn des Orbitos dazu veranlasste, die brennende Hand zurückzuziehen. Woraufhin Panfaudus Freunde sprach:
Wir sind wirklich ein tolles Team. Stimmte Herakmagus mit vor Schmerz zusammengepressten Lippen verkrampft zu. Ehepaar Faulus, der sich suchend nach Ominösois umblickte, fragte: Sag mal, hast du Ominösois gesehen? Herakmagus verneinte stumm mit einem Kopfschütteln und rief dann: Ominösois! Ominösois! Panfaulus setzt mit ein: Ominösois! Ominösois! Und sprach dann nach zweimaligen Rufen: Ein echt toller Name. So viele Vokale und Umlaute. Das lässt sich super ausrufen. Mag sein, aber wo ist er denn? Entgegnete Herakmagus. Pamphaudus streichelte seinen Bart, während Luna sanft neben ihn landete und sofort von ihrem Herrscher unter den Kopf gekraut wurde, woraufhin sie ein fröhliches von sich stieß, das anfänglich wie ein Schnurren klang. Ja, Luna, das hast du brav gemacht. Du bist eine Gute. Lobte Pamphaudus die Mottendame, welche es ihm mit einem fröhlichen Ausruf dankte. Wollen wir vielleicht nach Ominösois suchen? Hakte Herakmagus nach. Pamphaudus kehrte ihm den Rücken zu und streichelte Luna weiter, wo er jedoch etwas kratzbürstig erwiderte. Ich denke nicht, dass das viel Sinn hat. Wenn er uns hätte hören können, warum sollte er dann nicht antworten? Und wenn er uns nicht hören kann, dann doch nur darum, weil er genau das getan hat, was er wollte. Er hat seinen eigenen Weg gewählt, als wir auf der Insel ankamen. Genauso, wie wir es vereinbart hatten. Pamphaulus drehte sich um und fügte dann mahnend hinzu: Immerhin ist er erwachsen. Wir haben ihn ja versucht zu überreden, aber wenn er allein umherziehen will, dann ist das seine Entscheidung. Herakmagus trat näher zu Pamphaudus und legte ihm freundschaftlich den Arm auf die Schulter und sprach dabei innig: Ich finde ihn auch etwas unumgänglich, aber ich spüre, dass in ihm ein guter Mensch steckt. Er ist genauso gut wie wir, nur auf eine andere Weise. Er hat sicher einen weichen Kern hinter seiner harten Schale. Wir müssen sie nur knacken. Also, ich vermute ja, dass hinter seiner harten Schale ja eine weitere harte Schale steckt. Dann rechne ich mit 3 Schichten Arroganz, vielleicht 1 oder 2 Schichten Sarkasmus und dann vielleicht ein weicher Kern. Entgegnete Pamphaulus. Herakmagus wollte gerade sein nächstes Argument anführen, als die Diskussion von einem kleinen, dicklichen Mann in grüner Tracht und einer flachen Mütze, die ebenfalls ein sattes Grün aufwies und an der eine lange, lilane Feder befestigt war, unterbrochen wurde, der etwas kleinlaut sprach: Verzeihung, die Störung, meine Herren. Aber als König Primatus von eurem noblen Eingreifen gegen die Thronainer gehört hatte, war er so erfreut und verblüfft, dass er mich, seinen Boten, zu euch sandte, um euch eine Einladung zu einer persönlichen Audienz zu übermitteln. Die beiden Helden schauten sich verunsichert an, ehe Herakmagus sich wieder dem Boden zuwandte und sprach: Das trifft sich gut, wir wollten König Primatus auch sehr gerne sprechen. Der Bote legte seinen Kopf fragend zur Seite und entgegnete etwas verwundert: Wirklich? Welch ein Zufall! Nun, denn folgt mir doch bitte. Ich werde euch in den Palast führen, wo seine Majestät euch bereits erwarten wird. Mit diesen Worten drehte sich der Bote um und schritt auf das massive Tor der Stadtmauer zu. Luna, wir müssen kurz mal weg. Du kannst so lange spielen gehen, aber dass du mir ja nichts anstellst, ja? Sprach Pamphaudus zu seiner mottenhaften Begleiterin, welche mit einem fröhlichen zustimmte und auf und davon flog. Woher weiß sie, wann du sie wieder brauchst? Erkundigte sich Herakmagus, als die beiden dem Boden folgten. Sie ist mittels Magie beschworen. Zwischen der beschworenen Kreatur und dem Beschwörer besteht eine Art astrales Band, welches die beiden miteinander seelisch verbindet. Sie wird spüren, wenn ich sie brauche, erklärte Pamphaulus. Als die Gruppe das Tor erreichte, spähten einige Wachen von der Mauer herunter und erkannten den Boten, weshalb sie den Männern hinter der Mauer, welche an einer schweren Kurbel für den Öffnungsmechanismus des Tores standen, mit kräftiger Stimme riefen: Pergamentus ist zurück!
Öffnet die Tore! Woraufhin sich die Soldaten an der Kurbel in Bewegung setzten und mit aller Kraft diese drehten, sodass sich das Tor langsam und fast lautlos auftat. Ihr heißt Pergamentus? Hakte Herr Ragmarkes nach, während die Tore sich langsam öffneten. Ja, ich bin auch der königliche Schreiber und Schatzmeister. Seitdem der Krieg ausgebrochen ist, gibt es nur noch wenige, die sich mit dem Lesen und Lehren beschäftigen, sodass ein kluger Mann sehr gefragt ist. Immerhin muss ja auch einer alles verwalten. Die Gruppe durchschritt das Tor, und als sie es passiert hatten, tat sich das Bild der schönen Stadt vor ihnen entfalten. Auch wenn die Kunst und Kultur nicht mehr gepflegt wurde, so waren doch die Gebäude als Zeugnis der einzigen Pracht noch immer eindrucksvoll. Sämtliche Gebäude bestanden aus sorgsam gemauerten, gelblich-goldenen und weißen Marmorplatten, welche den Gebäuden einen zusätzlichen Glanz verliehen, indem sie die Sonne reflektierten, sodass es scheinbar heller als hell war. Sogar des Nachts erfüllten die monumentalen Reflektoren ihre Aufgabe, indem sie die Farben des jeweiligen Mondes, der gerade seine Nachtwache hielt, reflektierten und so die Stadt zu jeder Jahreszeit des Nachts in einen anderen Glanz hüllte. Mag es das feurige Rot des roten Mondes gewesen sein, welches die Stadt in scheinbar züngelnden Flammenschatten hüllte, welche sich, aufgrund der Rotation und Kreisbewegung des Mondes und damit einhergehendes ständigen Ändern der abgestrahlten Lichtintensität von diesen, wie verlangsamte Wellen bewegten, oder der blaue Mond, welche die Stadt in einen nebelhaften Schleier von Wasserkaskaden hüllte. Sagt, wie sind eigentlich eure werten Namen? Erkundigte sich Pergamentus, ohne sich umzudrehen. Ich bin Pamphaulus. Mein Freund hier ist Heragmarkes. Antwortete Pamphaulus. Sehr erfreut. Entgegnete der Bote, der sie durch die Stadt führte. Die Straßen waren scheinbar auch aus weißem Marmor gefertigt worden, muteten überaus ästhetisch an. Die Gruppe schritt eine große Straße entlang, vorbei an kleineren, marmornen Häusern, die sehr edel wirkten, im Gegensatz zu den armen, in Lumpen gekleideten Menschen, welche vor diesen saßen und um Geld bettelten. Die Helden beobachteten mitleidig die armen Menschen, während Pergamentus, der den Anblick gewohnt war, sie einfach ignorierte, was Pamphaulus dazu veranlasste, ihn zu fragen: Was ist mit diesen armen Geschöpfen? Warum leiden sie so sehr unter Armut? Pergamentus schüttelte langsam seinen gesenkten Kopf, ehe er, ohne sich umzublicken, antwortete: Die Außenbezirke der Stadt haben sich seit dem Krieg stark verändert. Viele Bauern verloren ihre Felder. Viele Kaufleute verloren ihre Kontore und Karawanen, weil wir durch die Spastaner nicht mehr mit anderen Inseln handeln können. Wir schaffen es nicht, einmal mehr ein Kriegsboot zu erbauen, da ihre ständigen Angriffe unvorhersehbar sind und ihre Seemacht sehr groß ist. Allerdings scheint die Taverne in dieser Gegend wie Pilze aus dem Boden zu sprießen. Sprach Pamphaulus und deutete auf eine naheliegende Taverne, welche den Namen der süffige Säufer trug und ergänzte dabei: Das ist jetzt schon die fünfte Taverne in dieser Straße. Ja, da habt ihr recht. Die Tavernenbesitzer sind die einzigen, die von dem Krieg profitieren, da die Soldaten, die nahe der Mauer stationiert sind, sich gerne mal der Versuchung hingeben, ihr Leid im Gerstensaft oder im Wein zu ertränken. Erklärte der Bote, ehe er sich umdrehte und mild lächelnd hinzufügte: Zu einem Soldaten gehört nun mal mehr als nur ein Schild und ein Schwert. Er bog nach links in eine andere, große Straße ein, die von vielen Gassen flankiert wurde. Auch hier befanden sich viele Tavernen, welche gut an den aushängenden Holzschildern erkannt werden konnten, auf denen der Name des jeweiligen Lokals stand. Zwei weitere, dominierende Haustypen fielen den beiden Helden auf. Das eine waren etwa 3 Mann hohe Gebäude, die in ihrem Grundriss wohl je in einer kleinen Wohnung glichen, und sicherlich waren es auch Wohnhäuser. Die anderen Gebäude waren nicht viel höher, jedoch waren ihre Ausmaße weiter. An ihnen prangerten die rot-goldenen Fahnen Tronains, deren Wappen, ein Reiter auf einem Pferd mit einem übergroßen Schild im Hintergrund, das Zeichen Tronains offenbarte. An manchen stand zudem noch Kaserne oder Waffenlager, was darauf schließen ließ, dass diese Gegend wohl hauptsächlich dem Militär diente. Dies Vermutung bestätigte sich, als sich Pamphaulus bei dem Boden erkundigte: Gehe ich recht in der Annahme, dass dies ein militärisches Viertel ist? Ja, ihr habt eine gute Beobachtungsgabe. Hier befinden sich Schwert und Schild unseres Reiches.
Das nächste Viertel, was wir in einigen Minuten erreichen werden, wird jedoch für euch von weit größerem Interesse sein. Denn es ist das Reichsviertel, in dem sich auch der Palast befindet. Ihr werdet auch vermehrt große, prunkvolle Gebäude mit grünen Fahnen sehen und andere verlassene Bauten. Diese sind Theater, Seminare, Bäder und Thermen, die momentan so gut wie nicht genutzt werden. Hinter den Reichsviertel gibt es noch zwei weitere. Das eine ist das Wohnviertel, wo die meisten unserer Einwohner leben, während das andere Viertel das kleine Bauernviertel darstellt, welches den größten Teil des Reiches einnimmt, da die Bauernhöfe und Felder sehr viel Platz einnehmen. Daher war es bei Errichtung der Stadt auch sehr fraglich, warum die Bauernhöfe hinter der Mauer angelegt werden sollten. Doch nach dem Verlust der anderen Bauernhöfe, welche außerhalb der Mauer lagen, sind diese unsere einzige Versorgungsquelle, was dazu führte, dass die einstmals armen Bauern nun wohlhabende und angesehene Leute sind. Während die einst bewunderten Künstler, Architekten und Philosophen an der Armutsgrenze leben, da es für sie kaum Arbeit gibt, sind sowohl körperlich als auch mental zu schwach, ein Schwert zu führen, und daher können sie sich nur mit kleinen Hilfsarbeiten wie Kellnern oder bei der Ernte zu helfen über die Runden kommen. Erklärte Pergamentus enthusiastisch. Offenbar macht es ihm Freude, etwas über die Geschichte seines Reiches zu erzählen. Ich würde sagen, dass es weitaus mehr Macht erfordert, ein Schwert in der Not abzulehnen, als es zu ergreifen und so selbst zu einem Teil des Problems zu werden, welches man zu lösen hofft. Gab Pan Faudus zu bedenken. Dies schien ein wenig Missmut in Pergamentus zu erregen, da er abrupt anhielt und sich mit leicht verärgerter Sicht dem Faun zuwandte und hart sprach: Wir kämpfen nur ungern. Ehe er sich wieder umwandte und eine kleinere Straße einbog, die einem sehr hohen, fast rautenförmig geschwungenen Gebäude vorbeiging, auf der Seminar stand, wobei der Bote verkündete: Wir befinden uns nebenbei nun im Reichsviertel, im Herzen unseres kleinen Reiches. Es dauerte nur wenige Minuten und zwei weitere Abzweigungen, ehe der große Palast in Sicht kam, welcher den Taj Mahal unserer Welt vom Äußeren glich, außer dass er aus gelb-goldenem Marmor bestand. Als die Gruppe die große Vordertreppe, die zur großen Eingangspforte führte, erreichte, sprach der Bote: Dies ist unser Palast. Als sie die Stufen zur Hälfte hinaufgeschritten waren, öffneten sich die großen Tore, welche mit braunem Marmor graviert waren. Die Gravur zeigte zahlreiche Ranken, die sich wild, jedoch auch ästhetisch, untereinander windeten. Als die Tore etwa zur Hälfte geöffnet waren, konnte man auch den dahinter zugrunde liegenden Mechanismus erkennen. Jeweils zwei Wachen pro Torseite schoben die schweren Torhälften nach außen und schafften so einen Durchgang. Verwirrt blickte Pan Faudus den Boden an, der auch gut hätte Städteführer sein können, und fragte: Ihr seid eine so hohe Zivilisation und habt keinen Mechanismus wie Flaschenzüge, Kurbeln oder dergleichen, um die Tore zu öffnen? Eigentlich funktioniert der Öffnungsmechanismus mit Flaschenzügen, aber er ist leider defekt. Die Arbeiter finden einfach nicht den Fehler. Erklärte Pergamentus, ehe die Gruppe durch die Tore schritt, wobei Herakmagus zu Pamphaudus gelehnt flüsterte: Sag mal, was wollen wir eigentlich dem König erzählen? Wir können ja nicht einen einseitigen Frieden schließen. Lass uns erst einmal hören, was er zu sagen hat. Dann sehen wir weiter. Entgegnete Pamphaudus flüsternd. Sie wurden von dem Boden durch die lange Eingangshalle geführt, in der Mitte ein lilaner Läufer in einer Breite von etwa 2 Metern ausgelegt war, der sich die etwa 10-mal so lange Halle entlang zog. Mittig in der Halle gab es einen Weg nach links und rechts, während sich gegenüber des Eingangs eine kleine, durch eine dreistufige Treppe leicht erhöhte Pforte befand. Der Gang wurde beidseitig von goldgelben Marmorkriegern flankiert, welche die verschiedensten Waffen und Rüstungen trugen. Die Skulpturen waren etwa 4-mal so hoch wie Herakmagus, und damit reichten sie auch fast bis zur kuppelförmigen Decke der Halle. Als sie die Kreuzung passierten, erklärte ihr Führer monoton: Links befinden sich die wirtschaftlichen Bereiche des Palastes, wie Küche, Heizraum und dergleichen, während sich rechts die Personalunterkünfte befinden, sowie ein kleiner Schlafraum für die Palastwache. Sie erreichten die Pforte, bei der Bote stehen blieb und mit flacher Hand auf diese deutend sprach: Hinter dieser Pforte ist der Thronsaal. Ich bitte euch einzutreten. Kommt ihr nicht mit?
erkundigte sich Herak Marques. Oh nein, oh nein, oh nein. Erwiderte Pergamentus und überkreuzte seine Arme ablehnend vor dem Oberkörper und fügte hinzu: Der König wollte euch persönlich unter vier Augen sprechen. Ich darf nicht mit eintreten. Die beiden Helden schauen sich überrascht an, bedankten sich dann jedoch bei dem Boten, welcher mittels einer verzierten Klinke die Pforte öffnete und schritten durch das Tor. Im Thronsaal angekommen, schloss der Bote die Pforte hinter ihnen und das gemächliche Klappern seiner Sandalen verriet, dass er sich fortbegab. Der Thronsaal war wie zu erwarten prunkvoll. An den Wänden befanden sich lange Banner und Fahnen mit den Zeichen Throneins und zur Schau gestellten Rüstungen und Waffen, welche so hergerichtet waren, als wenn ein Unsichtbarer sie tragen würde, verliehen den Raum einen etwas rustikalen Glanz. Auch wenn die vier Säulen sowie Wände und Decke den Raum stabilisierten, in dem goldgelben Marmor angefertigt waren, so wies jedoch der Boden eine Besonderheit auf. Er bestand aus gefärbten Tonstücken, die zu einem Mosaik zusammengesetzt worden waren, welches das Wappen des Reiches abbildete. Gegenüber des Eingangs befand sich der Thron und hinter diesen eine massive, hölzerne Tür, die wohl in die Privatgemächer des Königs führen mochte. König Primatus saß konzentriert auf dem Thron und versuchte sich an einem Zauberwürfel. Das Aussehen des jungen Königs zeugte von Edelmut. Sein dunkelblondes Haar wirkte sehr gepflegt, und da er es etwa schulterlang trug, wirkte er eher wie ein Prinz als ein König. Seine Gesichtszüge waren zart, jedoch auch edel und rein. Man sollte zwar nie jemanden nach seinem Äußeren beurteilen, der dies bekanntlich trügen kann, doch oft sagt es mehr über die Person aus, als man in einem kurzen, intensiven Gespräch herausfinden kann. Denn auch wenn das Äußere nicht mit dem Inneren übereinstimmen mag, so verrät es einem jedoch die Intention des Betrachteten, da er sein Äußeres so gestaltet haben wird, wie er wünscht, auf andere zu wirken. Und das sagt sehr viel über einen Menschen aus. Primatus wirkte tatsächlich adlig und rein, mit seiner feinen Seidenkleidung, der Krone auf den Haupt und die bemüht aufrechte Körperhaltung, die bei dem Versuch, den Zauberwürfel zu lösen, sicherlich hinderlich war, jedoch von einem Mann in seiner Position einfach verlangt wurde und als solcher anerkannt zu werden. Was jedoch dem jungen Regenten fehlte, war ein typischer Königsumhang in Rot mit weißem Randfell, welches mit schwarzen Flecken versehen war. Stattdessen bevorzugte er einen schlichten, einfachen Umhang in einem tiefen Grün, der eher zu einem Waldläufer oder Speer gepasst hätte. Primatus blickte kurz auf, als er hörte, wie die Tür geschlossen wurde, und fragte dann die beiden Ankömmlinge mit seiner bestimmenden, jedoch freundlichen, leicht arrogant wirkenden Stimme: Ah, Besuch! Seid ihr die zwei edlen Herren, nach denen ich schicken ließ, jene, welche sich den Spastanern in den Weg gestellt hatten? Ja, Eure Hoheit. Mein Name ist Panfaudus, erklärte der Faun. Und meiner Herak Marges, fügte Herak Marges hinzu, ehe sich beide kurz ehrerbietig verbeugten. Der König legte den Zauberwürfel beiseite und sprach zu den beiden Helden: Dann tretet bitte näher, ich wünsche mich mit euch zu unterhalten. Die beiden gehorchten. Während sie sich den Thron näherten, fragte Pan Faulus: Wie hat Eure Hoheit eigentlich so schnell von unserer Ankunft erfahren? Als sie den Thron erreicht hatten, antwortete der König: Dankt ihn hier. Er pfiff eine kurze, sanfte Melodie von etwa 4 Sekunden, woraufhin ein knallgelber Kolibri mit grünen Federn am Rand der Flügel und des Schwanzes schnell in den Raum geflogen kam und auf der ausgestreckten Hand des Königs Platz nahm, welcher erklärte: Das ist Citrina, einer meiner 3 Briefkolibri. Die sind enorm schnell und recht intelligent, sodass wir sie für Eilnachrichtübermittlungen einsetzen. Damals gab es viele von ihnen hier. Jedoch haben wir nur noch einen einzigen Bauern, welcher Nektar anbaut, was die einzige Nahrung ist, welche diese zarten Tiere zu sich nehmen. Leider sind unsere Nahrungsmittelproduktionskapazitäten seit dem Krieg und damit dem Verlust unserer äußeren Felder so weit zurückgegangen, dass wir fast alle Felder für unsere Eigenversorgung bewirtschaften müssen und so kaum Gelegenheit für den platzaufwendigen Nektaranbau verbleibt. Jeder Krieg fordert Opfer, bestätigte Pamphaulus, während Herak Marges ergänzte: Deshalb sind wir hier, um Frieden zu schaffen. Der König hob verdutzt eine Augenbraue und sprach: Deshalb habt ihr also den Kampf mit den Spastanern gewagt? Nun, dieser Eingriff war sehr edel,
aber wohl nur ein kühler Tropfen auf einem heißen Stein. Dieser winzige Rückschlag wird die Spartaner höchstens noch entzürnen. Sie abschrecken jedoch, dies wird er nicht. Ihr habt recht. Es nützt nichts, die Triebe einer faulen Pflanze zu schneiden, wenn das Problem tief in der Wurzel sitzt. Darum wäre es wichtig, dass wir den Kriegsgrund erfahren. Erläuterte Panfaudus. Zuvor wäre es vielleicht viel wichtiger zu erfahren, wer ihr seid. Eure Namen sind mir nicht bekannt und so nobel eure Ambitionen auch sein mögen, so fällt es mir doch schwer, an euch als Geschenk des Himmels zu glauben. Erwiderte Primatus. Vielleicht solltet ihr doch etwas Glauben aufbringen, denn in der Tat sind wir von den Göttern zu euch gesandt worden, um den Krieg zu beenden. Ich bin der Sohn der Gaira, mein Freund, der Sohn des Orbitos. Erklärte Pamphaulos mit seiner üblichen, weisen Stimme. Überrascht sprang der König auf seinen Thron auf und sprach: Ah, so etwas habe ich schon erwartet. Welcher Gelehrte kann schon eine so riesige Motte beschwören und welcher Krieger wäre so stark? Ihr seid wahrlich ein Geschenk des Himmels. Langsam setzte er sich wieder und rief dann: Paar Lastwache! Holet mir sofort Gailena hierher! Von der anderen Seite der Tür, die sich in dem Thron befand, war ein Kluft zu vernehmen, welches von einer Wache stammte, die damit signalisierte, dass sie den Befehl verstanden hatte. Gailena? Erkundigte sich Herak Marcus mit verwunderter Miene. Oh ja, Gailena! Bestätigte der König mit vor Liebe lodernden Augen und fügte hinzu: Meine geliebte Frau! Ihr müsst wissen, einst waren Spaßter und Thronein Verbündete so innig, wie man sich es nur vorstellen kann. Damals, vor einigen Jahren, war ich noch mit dem Herrscher Spaßters, dem mutigen Spastus, gut befreundet. Und wir ritten gemeinsam durch die Lande auf Abenteuern, während unsere Väter die Länder regierten. Eines Tages trafen wir ein wunderschönes Frauenzimmer, welches von Räubern angegriffen wurde. Wir schlugen die Kerle in die Flucht und brachten sie zurück in das Kloster, zu dem sie gehörten. Ihr Bildnis war so schön, so ohnegleichen wie ein Regenbogen über einem blühenden Kirchhain, dass ein Blick von ihr genügte, um mein Herz zu fesseln. Zu diesem Zeitpunkt aber wusste ich noch nicht, dass es meinem damaligen Freund ebenso ergangen war. Es dauerte nicht lange, dass die Sehnsucht nach ihrem lieblichen Antlitz in mir so sehr brannte, dass ich aller Vernunft zum Trotz mich nach Spaßter aufmachte, um sie in ihrem Kloster zu besuchen. So wie die Besuche, die wir alleine ihres Ordens wegen geheim zu halten versuchten, bei ihr zunahmen, in dem Maße verringerte sich die Zeit, die ich mit Spaßtus verbrachte. Zuerst dachte ich, dass dies unserer Freundschaft schwer schaden würde, doch er gab sich generös und einverstanden, auch wenn ich ihm von meiner geheimen Liebe nichts erzählen durfte. Die ersten Monate mit Gailena glichen einer Sternschnuppe. Wundervoll und bezaubernd, obwohl doch aus dem Nichts entstanden und so kurz die Zeit auch vorkam, so lang währte doch jener Moment, der im Gedächtnis nur einem Augenblinzeln entsprach. Doch wie eine Sternschnuppe, die aus dem Nichts entsteht, nur um kurz darauf wieder im Nichts zu verschwinden, so sehr schwand auch die Glückseligkeit von einem Moment auf den anderen, als ich sie wieder besuchen wollte und sie mit Spaßtus Zärtlichkeiten austauschend entdeckte. Mein Zorn ward so groß, dass ich in ihre Zweisamkeit brach, aus der Überraschung heraus meinen ehemaligen Freund einen so schweren Schlag versetzte, dass er so schnell nicht mehr aufstehen konnte, und ich meine geliebte Gailena auf mein Pferd setzte und mit ihr schnell gen Heimat ritt. Spaßtus erzählte seinem Vater davon, welcher sich unverzüglich zu meinem aufmachte, um die Sache zu bereinigen. Doch mein Vater sah den Betrug nicht in mir, sondern in Spaßtus, der sie mir zuerst entrissen hatte. Ein heftiger Streit entbrannte. Spaßtus Vater wollte Gailena wieder mitnehmen, doch meiner weigerte sich. Daraufhin entbrannte der Krieg mit einer großen Seeschlacht, welche mich meinen Vater und meinem Reich die gesamte Seemacht kostete, sodass und nur die Verschanzung hinter unseren Mauern übrig blieb. Verwirrt schauten die beiden Helden den König an, woraufhin Pamphaudus sprach: Das ist alles? Ihr sollt nur eine Frau hergeben? König, ich möchte nicht anmaßend sein und habe großen Respekt vor euch und euren Ambitionen, aber eine Frau ist nicht das Leid eines ganzen Reiches wert.
Aber Spastus ist im Unrecht. Sie gehört mir. Protestierte der König energisch. Wie kann man nur wegen einer einzigen? Begann Panfaudus, als sich die Tür hinter Primatus öffnete und eine Frau von solch großer Schönheit mit wallenden, blonden Haaren und blauen Augen, so strahlend wie Saphire eintrat und sich neben den König gesellte, woraufhin Panfaudus verzückt blickte und seinen Satz mit den Worten »Göttin, nicht kämpfen wollen, Er hielt sich die Hand vor den Mund und fügte etwas lallend und beschämt hinzu »Verzeihung, das passiert manchmal, ich bin übrigens Panfaudus« und kniete sich vor die Dame, um ihrer Hand einen zarten Kuss zu geben. Ihre weiche, glänzende Haut und ihr unschuldiger Blick, der so reinlich wirkte, im Gegensatz zu dem wehenden Gewand, das halbtransparent war und nicht genügte, um alles ganz zu verdecken, hatte Panfaudus wohl auf einen Blick verzaubert. »Das ist meine geliebte Gailena«, stellte der König die Frau vor und küsste sie auf den Mund. Anschließend erklärte der König seiner Gemahlin, »Diese Gäste sind hier, um den Krieg zu schlichten. Den Faun hast du ja schon kennengelernt, und der starke Knabe ist Herakmagus. Sie sind von den Göttern gesandt worden.« »Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen«, sprach die adrette Schönheit. Ihre Stimme hallte lieblich durch den Raum und ihre wallenden Lippen, während sie sprach, wirkten so aphrodisierend, dass Panfaudus aufgeregt schlucken musste und nur ein unkontrolliertes »Mäh« hervorkam. Herakmagus stieß ihn mit der Schulter an und riss ihn damit aus seinem verzückten Blick und fragte, »Alles klar, Kumpel?« Wie in Trance drehte sich der Faun langsam zu Herakmagus um und nickte betört, wobei er verzückt sprach, »Oh, ja.« Herakmagus war dies seltsam, weshalb er erschrocken einen Schritt zurückwich. Der König übernahm wieder das Gespräch, als er sprach, »Nun, ich wünsche mir schon Frieden, aber Gailena gebe ich nicht wieder her. Da sollten wir uns was anderes einfallen lassen. Habt ihr einen alternativen Vorschlag?« »Ja, ihr müsst sie ihm nicht überlassen, damit Frieden einkehrt«, antwortete Herakmagus bestimmt. »Das klingt schon mal gut. Erzählt weiter«, sprach der König euphorisch. Herakmagus stöhnte kurz, um sich zu überwinden, die schweren Worte auszusprechen, welche Primatus sie sicher nicht hören wollte. »Lasst Gailena gehen. Lasst sie los und Frieden wird einkehren. Ich und mein Freund werden sie auf unserer Motte mitnehmen und an einen sicheren Ort schaffen, wo sie immer sicher sein wird. Auch Spastus werden wir aufsuchen, um dies zu erklären. So hat er keinen Grund mehr, einen Groll gegen euch zu hegen.« Streng schüttelte der König sein Haupt und erklärte barsch, »Sie ist meine Braut. Sie gehört an meine Seite. Ich lasse sie nicht gehen.« »Dauernd redet ihr nur von euch und eurem Nebenbuhler. Hat denn jemand schon mal die Dame gefragt, was sie eigentlich möchte?« hakte Herakmagus ungestüm nach und erweckte damit einen zornigen Blick in den Augen des Königs, der sich jedoch mäßigte und ehrenvoll sprach, »Ich weiß, ihr wollt mir helfen. Doch ihr seid zu Gast bei mir, also mäßigt euren Tonfall.« Er blickte seine Geliebte an und fragte sie süßlich, »Mein Herz, was möchtest du? Auch wenn unser Gast etwas rüde war, so sprach er doch die Wahrheit. Schon lange habe ich dich nicht mehr gefragt, was du eigentlich willst. Also, möchtest du hier bei mir bleiben? Oder willst du unseres Reiches willen dich von diesen beiden fortbringen lassen?« »Mir ist es egal, wo ich bin, solange du an meiner Seite bist«, antwortete die Holde süß. Herakmagus räusperte sich und gab sich redliche Mühe, nicht anmaßend zu erscheinen, als er sprach, »Solange ihr euch liebt, werdet ihr immer beisammen sein. Ihr solltet wirklich mit uns.« Panfaudus stieß ihn fest mit dem Ellbogen an, was dazu führte, dass Herakmagus stockte und den Sohn der Gaira verwirrt anblickte. Mit gebieterisch zusammengezogenen Augenbrauen fiel dieser ihm ins Wort, »Sie hat gesagt, sie will hierbleiben. Das sollten wir respektieren.« »Danke«, sagte Gailena zart und mit unterwürfigem Blick, woraufhin Panfaudus wieder verzückt in ihre Augen blickte und mit sanfter, einfühlsamer Stimme erwiderte, »Gerne geschehen.«
brachte Herr Ragmarkes unerfreut hervor, wobei er seinen Kopf verärgert senkte. Sonst noch Vorschläge? Erkundigte sich der König. Auf Anhieb nicht. Doch wenn Eure Hoheit nichts dagegen hat, so würden wir uns sehr freuen, wenn wir hier bleiben könnten, um über andere Lösungen nachzudenken. Sprach Panfaulus. Sehr gern. Wenn ihr bereit seid, auch mit eurer Kraft uns zu helfen, indem ihr bei Angriffen die Spastane abwehrt? Also eigentlich... begann Herr Ragmarkes. Doch Panfaulus unterbrach ihn mit lauter Stimme und bestätigte fröhlich, wir werden auch in diesem Sinne alles für euch tun. Galina lächelte kurz entzückt. Offenbar mochte sie Panfaulus Art, was diesen sehr erfreute. Wohl denn, so werde ich mich um Quartier für euch kümmern. Ich werde euch in einem alten Seminar unterbringen lassen. Vielleicht werden die wenigen Gelehrten, die noch dort sind, euren Geist beflügeln können. Ihr seid natürlich stets herzlich willkommen und ich werde mich bemühen, immer Zeit für euch zu finden, sobald ihr sie euch wünscht. Er holte unter seinem Sitzkissen einen kleinen Zettel hervor und Galina reichte ihm einen Federkiel, den er ihr wieder zurückgab, als er mit Schreiben fertig war. Er pfiff die süßliche Melodie, um Citrina zu sich zu rufen. Nachdem der Vogel den Zettel an die Füße gebunden hatte, flog dieser davon, und während Panfaulus, Galena und Heragmagus dem flinken Vogel zuschauten, stand der König auf, reichte beiden die Hände und sprach betroffen: Leider muss ich euch jetzt erst einmal bitten zu gehen, auf mich warten leider noch unaufschiebbare Amtspflichten. Mein bester Bote und Schatzmeister Pergamentus, den ihr ja bereits kennenlernen durftet, erwartet euch vor der Tür. Er wird euch zum Seminar bringen, auch wenn ihr euch bestimmt noch an den Weg erinnern könnt. Wir danken euch für diese Großzügigkeit, sprach Heragmagus und verbeugte sich mit verschlossenen Augen. Als er diese beim Hochbeugen wieder öffnete, glaubte er einen nebelhaften Schatten gesehen zu haben, der durch den Türspalt im Boden in die Räumlichkeiten des Königs gekrochen war. Doch dieser Moment war so kurz, dass er sich zu unsicher war, um es dem König zu sagen, sodass er sich kommentarlos erhob und Panfaulus an die Schulter fasste, was sein Blick von Galena löste. Mit einem seitlichen Kopflehnen deutete er den Faun an, mit ihnen den Raum zu verlassen. Als sie die Pforte öffneten, warteten bereits Pergamentus auf sie, der sie zu dem Seminar führte. Sie betraten das Seminar und sahen sogleich, dass das Zentrum des Gebäudes aus einem kuppelhaft überdachten Innenhof bestand, der im chinesischen Steingarten glich. Die Kuppel war aus Glas und ermöglichte so einen direkten Blick in den Himmel. Um den runden Innenhof befanden sich diverse Eingänge, die römisch mit 1 bis 8 beziffert waren, und nur ein etwa 2 Meter breiter Weg mit zahlreichen Säulen trennte Innenhof und Gebäude. Ihr habt die Nummer 8 ganz für euch allein. Alsdann, wenn ihr mich nicht mehr braucht, sprach Pergamentus. Nein, danke. Ihr habt uns schon sehr geholfen. Wir wollen euch eurer kostbaren Zeit wahrlich nicht noch länger berauben müssen, erwiderte Heragmagus, während Panfaulus noch tagträumend neben ihm stand. Dann gehe ich mal, sagte der Schatzmeister fröhlich und verließ das Gebäude. Nachdem Heragmagus sich vergewissert hatte, dass Pergamentus weg war, sprach er zu Panfaulus. Hast du das vorhin im Thronsaal auch gesehen? Ja, die Frau ist echt der Hammer, antwortete Panfaulus fast im Wahn. Heragmarkes schnippte mit den Fingern vor dessen Gesicht und sprach: Hey, nun komm mal wieder zu dir. Wir haben hier ernsthaft was zu tun und du denkst nur an Weiber. Das ist kein Weib. Das ist eine Göttin von Frau, verteidigte sich Panfaulus liebestrunken. Ich habe auch schon mal eine Göttin gesehen und die sah weit besser aus und war zudem auch noch das netteste Wesen, was ich je erblickt hatte. Dennoch bin ich nicht so ausgeflippt wie du gerade, entgegnete Herr Ragmarkes hart aber fair. So wahnsinnig lange Beine und dazu noch unbehaart, schwärmte der Faun vor sich hin. Herr Ragmarkes winkte ab und zog seinen benebelten Gefährten, der langsam folgte, zur Eingang Nummer 8. Auf dem Weg dahin fiel ihm eine Statue auf, welche dem Mares glich und die im Zentrum des ansonsten paradiesischen Gartens stand. Als er die alte Holztüre des Eingangs gerade öffnen wollte, ging sie auf und ein alter Mann trat erschrocken hervor. Verzeiht, entschuldigte sich Herr Ragmarkes dafür, dass er den Alten so erschreckt hatte. Aber uns wurde gesagt, dies wäre unser Raum. Oh, das ist er,
Das ist er, versicherte der Alte trocken. Ich habe ihn nur noch sauber gemacht, damit ihr euch wohlfühlt. Danke, entgegnete Herak Magus freundlich. Nicht zu danken, Junge. Das ist sozusagen der Service des Hauses. Mit diesen Worten drängte sich der alte Mann an Herak Magus vorbei, welcher ihn auch fragte: Sag, die Statue im Garten, stellt sie nicht Maris dar? Doch, doch, das ist Maris, bestätigte der Alte. Ich dachte immer, in einer Stadt der Kunst und Kultur mit Hang zur Natur würde man Gaira anbeten, hakte Herak Magus nach. Das war früher einmal. Doch wenn die Waffen sprechen, wenn die Kunst und Kultur nicht mehr den Frieden wahren kann, dann sollte man lieber zu einem Gott beten, welcher etwas von diesen Dingen versteht. Ihr würdet ja auch nicht Maris anbeten, wenn ihr eine Hochzeit arrangieren wolltet, oder? Erwiderte der gerissene Alte. Da habt ihr wohl recht, hab Dank, erwiderte Herak Magus mit einem kleinen Lächeln über die zynische Bemerkung des Alten. Er betrat mit Pan Faudus den Raum und fragte sich, wie es weitergehen sollte. Auf seinen Freund konnte er nicht mehr zählen, so betört war er. Diese Aufgabe zu bewältigen lag wohl allein in seiner Hand, und sowohl die Sturheit des Regenten als auch der Zustand seines Freundes halfen ihm nicht dabei zu verstehen, was es mit diesen Schatten und mit der Zuwendung zu Maris auf sich hatte.